Herzlich willkommen zum 16. Video aus der Videoreihe Scratch Kara Aufgabenstellungen. Betrachten wir der Kara. Hier steht Kara und Kara soll um die Baumstämme herumlaufen. Auch hier, wenn mehr Abstand ist als nur ein Abstand, und soll er hier letztlich dann, wenn er auf den Kleber gelangt, dann stehen bleiben. Schauen wir uns Kara in Aktion an. Kara läuft los. Schaut dann wirklich um seine Baumstämme herum. Und bleibt dann letztlich auf diesem Kleeblatt dann stehen. Gut, wie schaut das Programm dazu aus? Wir haben eine einzige Main-Prozedur, eine Weilschleife. Es wird so lange ausgeführt, was innerhalb der Weilschleife steht, solange die Bedingung eben hier nicht erfüllt ist. Solange es erfüllt ist, solange eben nicht auf einem Kleeblatt steht, macht er das, was hier drinnen steht. Ich habe hier einen If-Else-Block hineingegeben. If three front, das heißt, wenn er dann letztlich vor einem Baumstamm geht, dann soll er hier dann sich nach links drehen, er dreht sich nach links und geht dann so herum, geht dann wieder zurück letztlich. Und wenn er eben nicht vor einem Baum steht, wie es dann zum Beispiel hier der Fall wäre, geht er dann wiederum einfach einen Schritt weiter und gelangt dann letztlich dann hierher. Das ist einfach nur der Fall, wenn er eben vor einem Baum steht, und else macht er einfach einen einfachen Schritt dann weiter.